Rauche gehe. Ihr raucht doch schon lange nicht. Was? Okay, kann es losgehen. Also, willkommen zu dieser Vorlesung. Worüber geht's? Wir wollen mal sprechen über Implementierung von Programmiersprachen, Laufzeitsysteme und die Kompilierung zu Bytecode und später auch Maschinencode. Sie haben sicher alle schon mehrere Vorlesungen gehört über Syntaxanalyse, Parsing und Scanning und solche Dinge, und darum kümmern wir uns in dieser Vorlesung überhaupt nicht. Das heißt, das ist das, was wir die Compiler-Bau-Vorlesungen häufig ein bisschen dann vielleicht aufhören, Interessantes zu bieten. Da wollen wir eigentlich erst einsteigen. Das heißt, wir werden uns auch nicht groß mit irgendwelchen syntaktischen Geschichten, Analysen oder sowas beschäftigen, sondern im Grunde genommen auf der AST, also Abstract Syntax Tree einer Sprache, gleich anfangen. Das, was der Compiler oder was der Parser normalerweise liefert. Und um einen kleinen Einstieg zu machen, möchte ich mal ein kurzes Beispiel nehmen. Mal, Sie haben eine Function und wir sprechen jetzt eigentlich mal unabhängig von irgendeiner konkreten Programmiersprache. Also was ich hier jetzt in dieser Vorlesung erzähle, gilt mehr oder weniger für alle mit Einschränkungen oder mit leichten Abwandlungen. Aber nehmen wir mal an, Sie hätten so eine Sprache wie, was weiß ich, JavaScript oder sowas, irgendeine, vielleicht ist da eine Sprache, die es gar nicht gibt, irgend sowas, Function mit einem Argument a, und dann hätten Sie hier drin vielleicht ein if a größer 0, dann mach, was weiß ich, print a plus 1, wenn es das gibt, else return, nee, return machen wir jetzt mal nicht, else print hello. So, das Erste, was der Compiler normalerweise macht, die Syntaxanalyse, die zerlegt es in einen Baum von Tokens und macht dann ein Tree, ein Abstract Syntax Tree. Sieht zum Beispiel so aus: Function Node besteht aus Arguments, Args, und die Argumentliste könnte zum Beispiel aus einem A bestehen. Dann hätten wir hier Statements oder Body vielleicht zunächst mal. Body besteht aus Statements. Statement wäre eine Liste, und da hätten wir hier ein If-Statement. If-Statement. Und ein If-Statement besteht aus einer Condition, die wäre dann eine größere Expression, also das wäre die Condition. Größere Expression, Argument A, Argument 0. Dann hätten wir ein If-Teil, das wäre wieder ein Statement, und zwar wäre das jetzt ein Function Call, F-Call nenne ich es mal. Und so weiter, Sie können sich vorstellen, ein Else-Zweig wäre wieder ein Function Call mit einem Argument und so weiter. Sie können sich das vorstellen. So, das wäre jetzt unser interner Tree nach dem Parsen. Und auf der Ebene fangen wir gleich an. Das heißt, das vergessen wir jetzt alles. Und ob das nachher C, Java, Scala oder Smalltalk ist, im Grunde genommen sieht es danach immer so oder ähnlich aus. Und jetzt wollen wir natürlich nicht eine... Ja, oder es wäre geschickt, wir hätten eine Programmiersprache, die vielleicht schon auf der Ebene irgendwie läuft oder so ähnlich aussieht. Und da gibt es glücklicherweise eine Familie von Sprachen, die eigentlich schon AST letztendlich ist. Das ist die Familie der Lisp-Sprachen. Ganz konkret eine Ausrichtung davon, die wir hier jetzt implementieren werden, ist Scheme. Und in dieser ersten Stunde werden wir jetzt ein bisschen Scheme machen, damit jeder mal ein Gefühl für die Sprache kriegt, für die Semantik, die dahinter steckt. Vielleicht, was ich dazu sagen soll, Lisp ist eigentlich die Syntax oder die Familie von Sprachen, die alle viele Klammern haben. Und da gibt es eigentlich zwei Hauptausprägungen, Common Lisp und Scheme, die unterscheiden sich in der Semantik. Das heißt, die definieren die Operationen leicht unterschiedlich, auch wenn sie syntaktisch gleich aussehen. So, wie sieht jetzt dieses Programm in Scheme aus? Wie gesagt, Moment, Sekunde, wo ist mein Wischer? Wie gesagt, im Grunde genommen ist es schon ein AST. Vielleicht können Sie, wenn Sie XML kennen, das sieht auch sehr ähnlich aus. In XML würden Sie das zum Beispiel darstellen, dass Sie hier irgendwie sagen Function, Ende Function. Und dann hätten Sie hier Arg, A, Ende Arg und so weiter. In Scheme sieht es fast gleich aus. Da würden Sie haben, hier hätten Sie hier sowas wie, ich fange mal auf der Ebene schon an beim Statement, weil das die Definition der Function sieht ein bisschen anders aus. Ich fange mal hier schon an. Da hätten Sie hier ein if, eine Condition, größer a0, ein if-Teil, das wäre in dem Fall print. Was hatte ich da? Plus a1, wenn ich mich recht erinnere. Und ein else-Zweig war wieder ein print.
ohne mit einem String-Argument Hello. So. Das heißt, Sie sehen schon, das ist im Grunde genommen das gleiche wie bei XML oder wie unser ASD, halt eine relativ einfache Syntax dafür. Generell in Scheme oder in Lisp ist immer so, ein Programm besteht aus einer Liste, schreibt man so, Element 1, Element 2 und so weiter, Element 3. Das Spannende bei Lisp und bei allen Lisp-Familien, Sprachen der Lisp-Familie, ist, dass das Programm intern genauso dargestellt wird, wie man es schreibt. Das heißt, die Datenstruktur, die Hauptdatenstruktur, ist gleichzeitig die Repräsentation des Programmes, was es nachher einfacher macht, Programme zu manipulieren von Programmen. Sie werden es nachher sehen. Also immer eine Liste bestehend aus einzelnen Elementen und das Ding können wieder Listen sein und es geht rekursiv runter, bis man irgendwo unten bei den Blättern ist und das können dann sein Symbole, sowas wie das, Worte im Allgemeinen, also alles, was von durch Whitespace oder andere Separatoren getrennt ist, oder Konstanten, Zahlen in dem Fall, oder hier hat man eine Stringkonstante. Jetzt spielen wir mal ein bisschen damit rum, das war jetzt sehr kurz, eine schnelle Einführung. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie sich bis zur nächsten Woche einmal einen Scheme-Interpreter runterladen, zum Beispiel Dr. Racket, habe ich hier am Laufen, wenn ich es am Laufen habe, hier. Das kommt mitsamt Oberfläche und da können Sie jetzt hier gleich Scheme eingeben, hier unten, wenn Sie es gestartet haben. Ich muss das mal wegkriegen. Zum Beispiel kann man hier sagen, plus 1, 2 und er gibt mir dann gleich aus, was das Resultat ist. Das heißt, wir sind hier in einem Interpreter, das ist interessant, ich gebe ein AST ein, wenn Sie so wollen, er evaluiert den und gibt das Resultat dann gleich wieder aus. Das sind diese typischen, klassischen Interpretersprachen, Python, Smalltalk, Lisp und ein paar andere gehören zu denen. Wir werden auch später nochmal auf die Unterschiede kommen mit Kompilierung versus Interpretation, wobei diese Unterschiede mehr und mehr verschwimmen heutzutage durch diese dynamische Kompilierung. Aber eine andere Geschichte ist hier ein Interpreter, den wir das letzte Mal gemacht haben, in der letzten Vorlesung. Moment, wo habe ich ihn? Da? Nein, das ist der falsche, sorry. Schneiden wir nachher raus. Ja, jetzt finde ich ihn gerade wieder nicht. Einer von denen müsste sein, da. Egal, hier haben wir einen. Den kann man auch mit Scheme starten. Mit Punkt slash Scheme. Sehen Sie das überhaupt? Sieht man das nachher? Ich glaube, ich muss einen größeren Font machen. Das war hier wieder Font. Ist. Zu groß. Sowas. Punkt slash Scheme. Und dann kann man auch plus 3, 4 eingeben und er rechnet richtig, es kommt 7 raus. Also das ist das Ding, was wir letztes Mal im Prinzip implementiert haben in dieser Vorlesung, mit dem ich jetzt hier spreche. Und das wäre eins, was Sie vom Internet fertig runterladen können. Und am Ende der Vorlesung sollte jeder von Ihnen so ein Ding selber gebaut haben. Was wir jetzt hier zeigen. Das ist das Ziel. Jetzt schauen wir mal, was diese Sprache so bietet oder was sie macht. Also wie gesagt, gerade eben, wir sind hier in so einem Read, sogenannten Read-Eval-Print-Loop. Das schreiben wir uns vielleicht auf, weil das ist ein wichtiges Stichwort. Ich mache da oben so eine Box, wo ich dann immer wichtige Worte, nach denen Sie googeln können, aufschreibe. Das erste wäre Scheme. Jetzt habe ich rausgerechnet, ein Verwischt, der nicht funktioniert. Das erste wäre Scheme. Und das laden Sie bitte runter. Sich eins, es gibt viele, also Public Domain, freie, kommerzielle, ein Scheme. Und wir sind hier in einem Read-Eval-Print-Loop, Read-Eval-Print-Loop, REPL. Das ist das, was es hier ausmacht. Also tatsächlich ist gerade eine Funktion, die heißt Read, die jetzt gerade meinen Input liest. Wenn ich der was gebe, dann evaluiert sie das, gibt es dem Eval und das Resultat von dem Eval wird nachher geprintet. Das Einfachste, was man eingeben kann, ist eine Zahl, die evaluiert zu sich selber. Oder eine Stringkonstante, die evaluiert auch zu sich selber, ganz einfach. Das zweite, Built-in-Funktionen. Es gibt schon eine Menge Funktionen, die in dem System drin sind, zum Beispiel Plus ist so eine Funktion. Ja, was passiert jetzt, wenn ich Plus evaluiere? Was sagt er mir? Okay, Plus ist eine Prozedur. Das heißt, man sieht hier schon eigentlich ansatzweise, dass hier Funktionen, Prozeduren, Objekte der Sprache eigentlich alle einheitlich behandelt werden. Wir kommen darauf noch weiter zurück. Jetzt evaluieren wir was. Eine Evaluierung passiert immer, rufen wir eine Funktion auf. Ein Funktionsaufruf passiert immer dann, wenn Sie eine Liste eingeben. Das erste Argument ist die Funktion.
Das andere sind dann Argumente, die da mitgegeben werden. Plus ist interessanterweise eine Funktion, die variable Anzahl Argumente kann. Kann man auch aufrufen ohne Argument, dann kommt 0 raus. Dann gibt es nochmal geteilt, Division und ein paar andere. Wie schreibe ich ein neues Programm? Es gibt eine Funktion, die eine neue Funktion erzeugt. Diese Funktion heißt Lambda. Man könnte sich jetzt auch sagen, warum heißt das Ding unbedingt Lambda? Es könnte ja auch heißen Function, wie in JavaScript. Wir kommen, vielleicht kommt es noch raus, es hängt damit zusammen, dass dieses Ding mathematisch auf einem Lambda-Kalkulus basiert und dann haben sie das quasi als, vielleicht als im Gedenken an denjenigen Lambda genannt. Lambda ist also eine Funktion, die eine Funktion erzeugt. Und was braucht die? Die braucht eine Argumentliste und die braucht ein Body, also Statements, die dann die Funktion ausmachen. Also hier kann ich sagen, ich definiere jetzt mal eine Funktion, die ein A erwartet. Und was soll die machen? Die soll A plus 1 berechnen. Wenn ich das jetzt ausführe, habe ich die Prozedur gekriegt als Return-Wert. Aber sie heißt jetzt nicht, sie ist quasi schon wieder weg, ich habe sie nicht definiert. Ich müsste sie vielleicht an irgendeinen Namen binden. Wichtiges Konzept. Binding. Schreibe ich hier mal auf. Dazu kann man hier, gibt es eine andere Funktion, die heißt define. Tatsächlich streng genommen ist es keine Funktion. Ich werde die Unterscheidung nachher auch nochmal erklären. Aber jetzt für den Anfang können wir mal darauf absehen. Ich kann hier zum Beispiel sagen, definiere b als 10. Und jetzt ist b gebunden an den Wert 10. Und genauso kann ich sagen, definiere meine Funktion f als Lambda. Vielleicht ist f ein schlechter Name. Wie wäre es mit inc? Inkrement als Lambda von a plus a1. Aha, jetzt gibt es ein Inc, das ist eine Prozedur, die habe ich gerade definiert und jetzt kann ich sagen Inc 10, kommt 11 raus, das haben wir ja erwartet, Inc B kommt auch 11 raus. Soweit so gut. Damit kann man eigentlich schon relativ viel machen, also mathematisch könnte man jetzt zum Beispiel sagen define Fakultät von n, als Lambda von n. Und jetzt können wir sagen, jetzt brauchen wir ein if, das habe ich gerade hier schon mal angedeutet, if equal Gleichheit, if equal n 0 oder 1, dann 1, else mal n Fakultät von minus n 1. Viele Klammern, Sie sehen es. Fakultät ist wieder, wie gesagt, eine Funktion. Fak von 10 kommt jetzt hier die Fakultät. Fak von 100 interessanterweise auch. Das heißt, Sie sehen schon, schmächtiger als es scheint. Das kann zum Beispiel beliebig genaue Arithmetik und ich brauche mich da gar nicht drum kümmern. Das ist nicht unbedingt gefordert, aber wenn Sie Pluspunkte haben wollen bei Ihrer Note, dann implementieren Sie sowas vielleicht auch. Also die Sprache sieht zunächst mal sehr klein aus, aber wie wir nachher sehen, unter der Motorhaube steckt da einiges drin. So, was haben wir also gelernt? Wir haben ein paar elementare Dinge und das wird man sagen, das sind so die wichtigen Funktionen, die man braucht und wir werden nachher auch drüber, nachher in der nächsten halben Stunde uns mal darüber Gedanken machen, was das minimale Set ist, was man braucht, damit man überhaupt Funktionalität aufbauen kann. Bisher sieht es mal so aus, als wäre Plus, Mal, Geteilt und vielleicht Minus wichtig. Wobei wir werden nachher sehen, auf die können wir verzichten. Dann haben wir das Lambda. Lambda. In Zukunft schreibe ich häufig dann das da als Abkürzung. Lambda, dann kommt hier eine Arglist, die kann leer sein. Und dann kommt hier hinten ein Body. Das Ding evaluiert zu einer Funktion. Das definiert sie noch nicht. Das heißt, es macht kein Binding. Das Binding macht eine andere Funktion. Das Binding macht das Define. Define und hier gibt man dann quasi ein Symbol an, nicht quasi, sondern hier gibt man ein Symbol an und da hinten einen Value und Value und wenn der Value eine Funktion ist, dann kann ich damit eine Funktion natürlich an einen Namen binden. Was haben wir noch gehabt? Das If. If hat eine Condition, ein If-Part und ein Else-Part. Ja, und damit können wir eigentlich schon Fakultät machen, ne, equal. Equal
A und B liefert true oder false, je nachdem, ob A identisch ist zu B. Identisch heißt das gleiche Objekt. Zum Beispiel, man muss unterscheiden, dieses Scheme kann auch Floating Point zahlen, zum Beispiel 1.0 evaluiert natürlich zu 1.0. Wenn ich dem frage, ist 1.0 gleich 1, dann sagt der falsch, weil das eine ist eine Integ und das andere ist eine Float. Also das IQ, Fragezeichen, entspricht in Java oder was immer Sie kennen, einer Objektidentität. Es gibt noch ein zweites, das heißt Equal Value. Equal Value 1 und 1, 0. Das liegt. Rausschneiden. Jetzt bin ich platt. Okay, bei denen ist es so, die haben gleich. Also vergessen wir das Equal Value, da sehen Sie jetzt schon die Unterschiede. Wir haben die gleiche Syntax bei allen diesen Sprachen, sogar das gleiche System. Aber die Semantik, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, Unterscheidung immer zwischen Syntax und Semantik. Die Semantik ist unterschiedlich. Wenn ich hier meinen Interpreter nehme und sage, frag den mal, Equal Value 1, 1.0, dann sagt der True. Der andere sagt false. Das heißt, ja gut, das kennt man von Lisp und von Smalltalk und anderen solchen Programmiersprachen, dass da jeder so ein bisschen unterschiedlich sich verhält. Jetzt kann ich nicht, kann sein, dass unsere Implementierung falsch ist, kann sein, dass die Racket-Leute das anders interpretieren. Darauf kommt es uns jetzt eigentlich nicht an, weil jeder von uns implementiert nachher seine eigene Sprache und die ist nicht gefordert, kompatibel zu sein. Dann müsste man vielleicht ein Standardisierungskomitee einreichen, das dann dafür sorgt, dass die Semantik der einzelnen Operationen die gleiche ist. Was vielleicht nachher zum Teil für mich selber auch wieder für Verwirrung sorgt. Also vergessen wir mal das Equal Value und sagen gleich A, B. So, was gibt es noch? Gibt es Schleifen? Nein, es gibt keine Schleifen. Was soll ich machen, wenn ich jetzt irgendeine Funktion 10-mal aufrufen möchte? Also zum Beispiel, ich sage, ich habe eine Funktion define Hello. Und jetzt sehen Sie schon, dass das Lambda hier ein bisschen lästig ist. Print oder Display heißt es, glaube ich, hier. Display Hello. Sie sehen schon, dass dieses Lambda immer ein bisschen umständlich ist einzutippen. Und daher haben die sich eine Abkürzung überlegt. Und zwar eine Kombination von diesen zweien. Das ist aber nur syntaktischer Zucker. Neues Wort. Syntaktischer Zucker. Syntaktik Zucker. Das ist nur für unsere Bequemlichkeit. Sie können ein Spezialdefine eingeben, define, und dann sagen Sie hier den Funktionsnamen fn plus arglist und hinten den body gleich. Damit spart man sich dieses Lambda. Das ist also nur eine Kurzschreibweise. Ich kann statt diesem da oben, kann ich auch schreiben define hello ohne Argument als display Hello. Und jetzt kann ich auch sagen Hello. So, und damit kann ich das Factorial define Factorial von n als Factorial von n als if equal n1 dann 1 else mal n Factorial von minus n1. Und wieder Factorial von 10 kommt wieder unser Ding raus. Also wie gesagt, das ist eine Kurzschreibweise, wenn man so will, syntaktischer Zucker, bringt uns keine neue semantische Funktionalität, ist aber angenehm zum Eingeben und ich werde in Zukunft auch immer diese Kurzschreibweise verwenden. Gut, jetzt definieren wir mal eine Loop. In Scheme gibt es keine Schleifen, das war's schon. Mehr gibt es eigentlich nicht. Alles andere ist mehr oder weniger nur zu unserer Komfortabilität. Dass wir es schöner haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schleife haben will und ich möchte 10 mal Hello ausgeben, oder vielleicht besser, machen wir n mal Hello mit einem Argument n, dann schreibe ich, okay, ich rufe Hello auf und sage jetzt if
ist gleich n. Ne, if größer n 1, dann rufe ich einfach n mal hello auf mit minus n 1. Ansonsten mache ich nichts. Kann ich vielleicht einfach ein nil zurückgeben. Heißt hier null. Na, falsche Taste. So, jetzt rufen wir auf n mal hello mit einem Argument 10. Und es gibt doch 10 mal hello aus. Dieses letzte Ausrufezeichen, das kommt vom REPL, von dem Riedewald Print Loop, weil der am Schluss nochmal ausgeben will, was das, der Wert dieser Funktion war. Der Wert dieser Funktion war nil. Und nil ist für ihn, gibt er so aus, wie eine leere Liste. Das, daher kommt dieses letzte aus, weil das Print selber, das Print selber ist für dieses Hello hier zuständig und der Return-Wert von meiner Funktion ist in Scheme immer quasi immer der Return-Wert der Value der letzten evaluierten Expression innerhalb des Bodies. So, das war jetzt Numerik und jetzt kommt noch ein zweiter Punkt, was man auch immer braucht, ist, also es gibt noch ein paar andere Built-In, vielleicht kurz Hello, das haben Sie ja gesehen, ist ein String. Da gibt es auch einige Funktionen, die Länge, die Stringlänge, Strings konkatenieren und so weiter, die vergessen wir jetzt alle mal. Brauchen Sie auch nicht alles implementieren. Aber eine zweite wichtige Sache, damit wir Datenstrukturen aufbauen können, ist Speicher. Und was ist das kleinste, was ist das kleinste Ding, mit dem man Datenstrukturen aufbauen kann? Sie kennen also, wenn Sie jetzt Java-Programmierer sind, dann kennen Sie Ihren new und dann haben Sie da Private Variablen drin und so ähnlich ist es hier auch in Lisp. In Lisp gibt es eine Funktion, die mir Speicher allokiert, die heißt cons, abkürzend für Construct oder sowas, hat zwei Elemente A, B und sehr wichtig, die baut mir ein Listenelement auf, eine Doppelzelle, allokiert sie im Speicher und das A und B setzt da die Pointer auf A und B. Jetzt muss ich kurz Audio aufpassen, weil ich da das Ding verloren habe. So, wenn ich also sage cons 1, 2, wobei der ist, glaube ich, hier, dann kriege ich also hier so eine Speicherzelle und wenn ich sie frage, sie soll sich printen, dann wird die so geprintet, dass dann das A.B gedruckt wird. Außer wenn das B, der zweite Teil, der rechte Teil oder der Tail, das Ende der Liste, das Ende hier, außer wenn das wieder so ein Ding ist, dann printet er sich anders. Also wenn hier A steht und das zeigt wieder auf so eine Zelle und das zeigt auf B und so weiter, dann lässt er den Punkt weg und druckt es wie eine Liste aus. Also so A, B, C und so weiter. Ja, das ist einfach, damit ich nicht... Ich mache mal ein Beispiel. Cons 1, Cons 2 und 3 kriege ich 1, 2, Punkt 3. Einfach um Platz zu sparen, weil ansonsten würde der Print ziemlich hässlich aussehen. Ich mache das mal weg, hat jeder gesehen. Brauchen wir nicht mehr. Sonst würde eine Liste, die eigentlich so aussieht, A, B, C und wegen mir hier nil, sonst würde die ausgeben als A.B.C.nil. Und da sagt sich, wenn der rechte Teil wieder eine Liste ist, dann lasse ich den Punkt weg und gebe es so aus. A, B, C. Und wenn das Ende nil ist, lasse ich es auch weg und gebe es so aus. Das ist also nur eine Printnotation, wenn man so will. Die sind völlig äquivalent. Und intern ist die Darstellung auch so. Ja? Ein bisschen schwierig zu verstehen am Anfang. Aber es ist einfach convenient. So, und Sie haben schon gesehen, das Programm ist genauso aufgebaut wie so eine Liste. Also wenn ich eine Liste habe, machen wir jetzt mal eine schöne, echte Liste. Cons 1, Cons 2, Cons 3 und Null. Dann gibt er die als 1, 2, 3 aus, so wie hier beschrieben. So, aber die elementare Speicherzelle in Scheme, in unserer Programmiersprache, wird das hier sein. Es gibt nichts Komplexeres zunächst einmal.
Echte Schemes haben natürlich auch noch andere Dinge wie Vektoren und Hashtables und lauter so Zeugs, aber wir brauchen eigentlich nur das, das ist das Minimum, quasi das Atom oder der Quark, aus dem wir unsere Sprache aufbauen, wenn Sie so wollen. Sagen wir mal Atom. Und wir werden nachher alles andere auf dieses abbilden. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Lisps oder eigentlich alle Lisps das Programm selber intern auch in dieser Notation, in dieser Organisation abspeichern und mir Funktionen bieten, um den Body einer definierten Funktion rauszuholen oder zu modifizieren. Also selbst modifizierende Programme kann man damit recht leicht machen. Gut. Was muss ich als nächstes machen? Jetzt kann ich Speicher allokieren, jetzt möchte ich natürlich auch auf die Felder zugreifen können. Also für Java-Leute, das war jetzt eine Instanzierung von einer Constzelle, sagt man. Und jetzt möchte ich auch noch Getter haben und Setter. Setter vielleicht eher nicht, weil wir sind erstmal funktional, brauchen wir keine Setter. Das heißt, ein kreiertes Objekt wird nie wieder modifiziert. Das ist funktionales Programmieren. Wir holen es nur noch raus. Und dazu gibt es zwei Funktionen, die dumme Namen haben. Die eine heißt car, die holt mir den linken Teil raus, und die andere heißt cutter, die holt mir den rechten Teil raus. Ich erkläre gleich, warum die so heißen. Also machen wir uns mal eine Zelle, also Zelle 1 und mit cons 1, 2 drin. Und jetzt sagen wir car von dieser Zelle 1, dann kommt das 1 wieder raus, die 1 wieder raus, und cutter von C1, dann kommt das 2 wieder raus. Warum heißt es so? Na, das Erste, was wir machen, wir sagen define first als car und assignment allowed cannot change constant. First gibt es schon. Ah ja, schade. Also define, was weiß ich, first mit großen Buchstaben als car und define rest als cutter. Und dann können Sie schreiben, first mit Großbuchstaben von C1, so natürlich nicht, first von C1, und dann kriegen Sie es raus. Und wenn Sie dann den Rest haben wollen von C1, halt, Großrest, Rest von C1, dann kriegen Sie die 2 wieder raus. Wenn Ihnen das nicht gefällt, die meisten Schemes oder Lisps erlauben einem fast alles zu redefinieren, fast alles, siehe hier. Was auch ein Problem ist, dass man, wenn man jetzt ein Lisp-Programm von einem kriegt, das nicht unbedingt notwendigerweise sofort lesen kann, wenn man nicht weiß, was der vorher alles umdefiniert hat. Ich möchte hier gar nicht propagieren, dass Sie alle zu Lisp-Programmierern werden. Also nochmal, nicht, dass Sie das falsch verstehen. Ich möchte nur, dass Sie die elementaren Operationen, die in jeder Programmiersprache vorkommen, verstehen. Und Lisp ist genau eine Sprache, die im Prinzip diese elementaren Dinge mir in kristallinster, klarster Form letztendlich anbietet und zeigt. Und wenn Sie das implementieren, brauchen Sie sich nicht um Syntax kümmern, sondern nur um diese Semantik der Funktionen. Und das werden wir auch tun. Wobei der ein oder andere vielleicht Lisp-Fan werden könnte im Zuge dieser Veranstaltung oder vielleicht einer anderen. So. Also, warum heißt das Ding car und cutter? Vielleicht ein bisschen Historie. Das liegt daran, die erste Maschine, auf der Lisp entwickelt wurde, die hatte einen Maschinenbefehl, beziehungsweise sie hatte zwei Register, ein Adressregister und ein Datenregister. Und das war irgendwie eine Langwortmaschine, also die hatte irgendwie, was weiß ich, 48 Bit oder sowas. Und da konnte man aus einer Speicherzelle, konnte man da reinladen, und da konnte man sagen, Contents auf Adressregister und Contents auf Dataregister. Da gab es Maschinenbefehle dafür. Und dann haben sie gesagt, die Funktion heißt genauso car und cutter. Contents auf Adressregister, weil das war der linke Teil, Contents auf Dataregister war der rechte Teil. Und da konnte man quasi aus dem Speicher so ein langes Ding laden, konnte die zwei Einzelteile dann mit Maschinenbefehle extrahieren. Und das haben sie sich dann so dran gewöhnt und sind halt Hacker, so wie sie auch, sie kennen das ja, und dann fanden die das ganz cool, dass kein anderer das verstanden hat. So quasi Guru-Sprache, und haben gesagt, okay, da bleiben wir dabei. Ja, also ich finde es jetzt nicht glücklich, aber gut, es ist halt so. Car, ich schreibe mal first in Klammer vielleicht, und cutter, Rest. Also das sind unsere Getters, um aus diesen Zellen dann wieder die linke und die rechte Teil wieder zu extrahieren. Und damit können wir jetzt schon Datenstrukturen aufbauen. Also wir können zum Beispiel eine Funktion definieren, define make list, list von n. Die soll uns zum Beispiel einfach mal eine Liste von 1 bis n erzeugen. Also was soll die zurückliefern? Die liefert zurück, wenn n 0 ist, dann liefert sie nichts zurück. Also if equal oder gleich n 0. Dann liefern wir die leere Liste zurück.
null. Else, ansonsten, was machen wir? Wir brauchen eine lange Liste von n, von 1 bis n und hängen das andere davor. Das heißt, wir machen ein cons von, jetzt habe ich falsch rumzählt, ne? Ist egal, machen wir mal so rum, cons n, make list minus n1, die ist jetzt rückwärts. Also schauen wir mal, make list von 10 und jetzt kriegen wir es 10, 9, 8 rückwärts, klar. Umgekehrt könnte man es natürlich auch sagen, man könnte sagen, define make list und wir haben einen Anfangswert, Startwert v und einen Rest n und jetzt können wir sie vorwärts bauen, können wir auch wieder sagen, if ist gleich das Rest n 0, dann liefern wir null zurück. Ansonsten sagen wir, wir machen cons von unserem Startwert v und sagen make list plus v1 minus n1. Make list von 10 wollen wir mal 5 Elemente haben, dann kriegen wir es jetzt so. Oder wir können sagen, make list von 0 bis 10, 10 Elemente. Oder make list 1, 10. So, das war jetzt der Cons, den wir hier mal ein bisschen demonstriert haben. Jetzt wollen wir mal was extrahieren. Dann nehmen wir mal an, wir wollen die Länge von einer Liste berechnen. Dann können wir sagen, define length von einer Liste L. Was machen wir, wenn wir null kriegen, also if equal L null, dann ist die Länge sicher 0. Ansonsten ist es natürlich die Länge von der Restliste plus 1. Oder? Rekursiv denken, das müssen Sie hier. Also wir sagen plus 1 Länge von der Restliste. Was ist die Restliste? Das ist der Cutter von unserer Liste. Cutter L. Cannot change constant length. Das Dumme ist, dieses Scheme ist ein bisschen restriktiv, weil Length gibt es schon und das erlaubt mir nicht zu redefinieren. Ich nehme jetzt mal das andere hier. Der ist nicht ganz so restriktiv. Nehmen wir unser eigenes. Jetzt habe ich bloß die Liste nicht drin. Da brauche ich vielleicht noch das Make-List. Tatsächlich kann man das einstellen. Also man kann hier einstellen, welche Sprache er machen soll. Hier oben Sprache auswählen. Und kann sagen, er soll ein standardkonformes Lisp nehmen, nicht so ein Educational Lisp. Und dann kann man das, glaube ich, dann doch tun. Na, paste. Nee, ich kriege das jetzt auf die Schnelle. Dann muss ich mal das Manual wälzen bis zum nächsten Mal. Jetzt bleibe ich mal hier. Also schauen wir mal, ob der das auch kann. Make list von 0, 10. No binding for key gleich. Hash L library. Da muss man erstmal eine Standard library reinladen. Und jetzt müsste er eigentlich gleich haben. Nein. Okay, make list von 0 bis 10, genau. Und unser Length haben wir ja gerade definiert gehabt. Und jetzt können wir sagen, Länge von dieser Liste, Länge von make list 0 bis 10. Und dann müssten wir eigentlich die 10 wieder rauskriegen. Also unser Length hat funktioniert hier. Das war das hier. An der Stelle ist eine ganz interessante Geschichte, die ich Ihnen vielleicht jetzt an der Stelle beibringe. Und zwar Rekursion. Rekursion wird von vielen immer ein bisschen als esoterisch oder gefährlich vielleicht sogar oder vielleicht strange empfunden. Rekursion ist hier in Scheme oder ja, in Scheme speziell, in Lisp allgemein, aber in Scheme noch mehr, das elementare Grundkonzept, um Daten, um Programme zu schreiben. Weil es zum Beispiel keine Loop gibt. Also Sie können nur eine Loop machen, indem Sie Rekursion machen. Und damit es funktioniert, Sie wissen ja alle, Sie wissen es vielleicht nicht, weil das macht eigentlich diese Vorlesung. Die Implementierung von Rekursion, von Funktionsaufrufen, da muss er ja im Prinzip sich merken, wo er war und irgendwo Speicher allokieren, damit er wieder zurückkommt von dort, von dem, den er aufgerufen hat.
Ja, also wenn ich, angenommen, ich habe ein Programm, das Programm steht hier, ruft hier eine neue Funktion auf f, das ist Funktion f, läuft hier durch, ruft hier ein g auf, blub, 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 blub und so weiter, ruft hier ein h auf. Wenn jetzt das h am Ende zurückkommt und einen Return-Wert liefert, muss das h ja wissen, wo es hier in g weitergeht. Das heißt, es muss irgendwo im System vermerkt werden, hier, wenn du aus h zurückkommst, geht es hier weiter. Und entsprechend, wenn er aus g zurückkommen muss, geht es hier weiter. Und wenn er aus f zurückkommt, geht es hier weiter. Dazu wird typischerweise in den meisten Programmiersprachen-Implementierungen ein Stack verwendet. Also Sie schreien gleich, wenn ich irgendwas verwende, aber Sie sind ja alle schon im Semester, nicht Erstsemester. Ein Stack verwendet, der sich die Rücksprungadressen merkt. Jetzt ist aber eine interessante Geschichte. Wenn der Aufruf in der Mitte ist, irgendwo, und es geht hier weiter, da muss ich mir das merken. Wenn der Aufruf aber am Ende ist, muss ich mir eigentlich nichts merken. Ich zeige Ihnen das. Angenommen, ich habe hier eine Funktion und die ruft am Ende das f auf. Und dann kommt hier das f und der ruft am Ende das g auf. Und hier ist das letzte Call ins h. Dann könnte der selber, muss ja auch irgendwo zurückgehen. Ja, jeder hat ja irgendeine Return-Adresse. Da könnte diese Funktion dem f eigentlich sagen, wenn du fertig bist, brauchst du nicht bei mir weitermachen, sondern da, wo ich weitermachen würde. Und entsprechend kann das f dem g sagen, wenn du fertig bist, brauchst du nicht bei mir weitermachen, sondern, weil ich würde ja sowieso gleich hier bei dem weitermachen, sondern mach du dann gleich dort weiter. Und diesen Call, den letzten Call in einer Funktion, den nennt man Tail Call. Tail Call, der letzte Call. Tail Call. Und Scheme definiert in der im Sprachstandard Scheme, erzwingt es oder erfordert es, dass jeder, der ein Scheme implementiert und es nachher Scheme nennen will, dass der Tailcall nichts kosten darf, kein Stack allokieren. Das heißt im Prinzip, eine Implementierung muss das machen. Und damit, wenn man das definiert hat, kann man sagen, okay, wir brauchen keine Loops, weil der Loop ist immer ein Tailcall. Wenn ich im Prinzip eine Funktion f habe und ich rufe am Ende wieder f auf, ist das ein Tailcall. Das heißt, dieser Tailcall darf nichts kosten. Der muss im Prinzip so teuer sein wie ein Jump. Und damit habe ich die gleiche Kosten wie bei einem Loop. Wir werden es nachher sehen, wenn wir Bytecode implementieren oder Maschinencode, dass unser Compiler auch so wird, dass der Tailcall im Prinzip ein Jump nachher wird. Das heißt, Sie schreiben zwar ein rekursives Programm hin, und wenn Sie das dann irgendjemandem kommunizieren oder einem Mathematiker zeigen, dann sagt er auch, ja wunderbar, prima, mathematisch Rekursion, da kann ich vollständige Induktion machen und alle möglichen schönen Beweise, dass das Ding auch beendet ist. Klasse. Aber für die Implementierung zur Laufzeit wird es ein Jump sein und genauso effizient sein wie eine Loop, die Sie mit One-to-Do oder schon so irgendwas programmiert hätten. Und das ist eine interessante Sache bei Scheme, deswegen brauchen wir keine Loops. Jetzt diese Funktion, wenn Sie sich diese angucken, dieser Length-Call ist kein Tail-Call. Weil nämlich der Return-Wert von diesem rekursiven Length wird wieder als Argument für das Plus nochmal gebraucht. Also hier bin ich nicht am Ende, sondern hier bin ich nämlich hier drin, an der Stelle, wo das Resultat nochmal für eine Plusverknüpfung gebraucht wird. Jetzt ist die Frage, kann ich das Programm so schreiben, dass das Length da hinten ein Tail-Call wird? Kann ich das umschreiben? Hat jemand ganz schnell eine Idee? Mach's mal. Also, ich brauche einen Length-Helper. Der kriegt zwei Argumente. Der kriegt die Liste, die er noch zu abzuarbeiten hat. Und dann kriegt er, sagen wir mal, das L so far, die Länge, die er links schon abgearbeitet hat, als zweites Argument rein. Und der sagt jetzt, okay, if equal L, nil heißt es hier dummerweise, nil. Wenn das L leer ist, dann liefere ich die Länge so far zurück. Ansonsten liefere ich zurück, was der Length-Helper auf der Restliste liefern würde, plus das L so far um 1 erhöht. Und dann definiere ich mein Length anders, define Length von L als Length Helper mit
L und 0, weil 0 habe ich noch nicht, habe ich bereits abgearbeitet, also noch nichts. Mit anderen Worten, ich schreibe die Rekursion so um, dass ich von oben reingebe, was ich links schon abgearbeitet habe. Von der Liste jetzt in dem Fall. Schauen wir mal, was kann. Längs von MakeList 0, 10. Und er bringt auch 10 raus. So, also wir können auch die Fakultät übrigens umschreiben in eine Tail-rekursive Geschichte. Das mache ich vielleicht doch besser hier oben, weil da kann man nämlich Single-Steppen und da kann ich es besser zeigen. Also, Sie erinnern sich, ich habe mein Fak-Rekursiv, Factorial-Rekursiv von n als if equal n 1, dann kommt das 1 zurück, ansonsten kommt mal n Fak-Rekursiv minus n 1. Und schauen wir mal, ob es auch funktioniert gleich. Sieht gut aus. Okay, und jetzt brauchen wir ein Tail-Call-optimierbares Factorial. Ich mache wieder so einen Helper rein, also Fak t nenne ich es mal, n, und dann habe ich auch von links her einen Wert, den ich ein Eingangswert, ein Argument, was die bereits abgearbeiteten quasi repräsentiert. Ich nenne es mal Akku, Akkumulator, Sammler. Und der sagt, if equal n1, dann liefere ich den Akku zurück. Und ansonsten liefere ich zurück Fak t von minus n1 und multipliziere hier. Und definiere die Fakultät von n als den Aufruf. So. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich hoffe. Sonst wäre es peinlich im Film. Aha, nein. Fak t darf ich natürlich nicht aufrufen. Fak 10. Stimmt. Passt so. Also Sie sehen den Unterschied, ich habe hier nochmal das Rekursive da, der Stelle. Den Mitschrieb, den werde ich nachher auch Ihnen, werden wir auch irgendwie als Attachment zu dieser Vorlesung dann dazulegen. Und hier das Tailcall. Also Sie können die meisten Programme, nicht alle, aber viele Programme können Sie umschreiben, dass die Tailcalls haben nur. So. Gut. Ich habe vorher behauptet, dass man damit schon relativ viel machen kann, aber mich würde doch mal noch interessieren, rein aus, das ist fast philosophisch, was wirklich ist das Elementare, was man nur braucht? Und das habe ich in den letzten Vorlesungen einmal gemacht. Ich möchte gerne plus minus mal nicht mehr haben. Das machen wir mal weg. Und tatsächlich könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir das nicht mehr brauchen, das Cons. Das K und das Kütter können wir auch eliminieren. Wir könnten sogar das If eliminieren. Fangen wir mal an mit den Zahlen. Das mache ich jetzt aber anders. Hier unten habe ich so einen Interpreter, wo ich was eintippe. Und wenn ich mich vertippt habe, muss ich es nochmal eintippen. Ja, das ist saublöd, weil der halt einfach ein Interpreter ist, der liest von mir rein und evaluiert es, und wenn ich mich vertippt habe, muss ich es halt nochmal tippen. Hier oben kann ich auch einen Editor machen, habe ich einen Editor, wo ich was vorbereiten kann, und dann muss ich hier nur Start drücken, dann liest er das ein, als würde ich es nochmal eingeben. Das heißt, ich kann hier oben auch jetzt zum Beispiel das Factorial, und ich kopiere das mal runter, damit man es nachher leichter safen kann. Ich kann hier das zum Beispiel rein kopieren. Paste. Und dann das andere, das Factorial T. Und dann hätten wir hier noch das Copy, das hier. So, und wenn ich es jetzt starten will, dann drücke ich hier auf Start. Dann definiert er das alles und dann habe ich mein Fak hier schon definiert und kann das dann aufrufen, Fak 10. Und brauch's nicht, wenn ich jetzt eine Änderung hier oben machen möchte, dann brauche ich es nicht nochmal komplett neu eintippen, sondern habe hier einen schönen Editor, wie es sich gehört. Im Prinzip macht er nichts anderes, als einfach den Input, den Inhalt von dem oberen Subview wieder
reinfüttern in den Interpreter. Gut, jetzt wollen wir Zahlen implementieren. Und Sie kennen vielleicht Peano. Das war so ein Mathematiker im Mittelalter. Da geht es jetzt ein bisschen um Theorie der Zahlen. Und wir kann ja mal fragen, was ist eine Zahl, was ist 5, was ist 5 eigentlich mathematisch? Und da gibt es ein paar Möglichkeiten, wie man quasi ausgehend von ein paar Axiomen sich eine Zahlentheorie aufbauen kann. Und eine einfache ist, dass man die Zahlen letztendlich basiert auf die Mengenlehre. Das haben die mal versucht mit Kindern in den 70er Jahren, ging aber schief, Mengenlehre in der Schule zu machen. Wir machen es aber trotzdem jetzt. Wir definieren die 0 und jetzt ist ein Problem, das ist ein syntaktisches Problem. 0 ist ja nichts anderes als ein Symbol, also genauso wie A, B, C oder sonst irgendwas. Es ist ja nur ein Zeichen eigentlich, repräsentiert nämlich etwas in dem System. Dummerweise kann ich die 0 nicht redefinieren. Ich kann jetzt sagen, define 0 als nil zum Beispiel, was ich jetzt gerne würde in dem Fall. Weil die Syntax hier so ist, dass die das beschränkt. Ich kann die 0 nicht redefinieren, die ist built-in, das Zahlen. Bei den meisten Programmiersprachen ist das so, dass ich nicht sagen kann, ich will die 0 jetzt umdefinieren, dass sie plötzlich eine 1 wird. Macht ja auch nicht wirklich Sinn, also verständnismäßig. Aber ich hätte es jetzt gern, deswegen definiere ich aber eine Underscore 0, da einfach damit wir es nachher lesen können. Also ich tue so, als gäbe es noch keine 0 im System und ich definiere die 0 jetzt mal als null oder als nil. Und dann sage ich, brauche ich zwei Basisfunktionen. Ich muss sagen, ja, was ist, wenn ich angenommen, ich habe eine Zahl an der Hand, was wird dann der Nachfolger dieser Zahl? Und in der Mengenlehre kann man sagen, ich definiere die 0 als die leere Menge und dann definiere ich den Nachfolger immer als eine Menge, die den Vorgänger als einziges Element hat. Das heißt, die 0 wird definiert als die leere Menge, die 1 wird definiert als eine Menge, die 0 beinhaltet. Die 2 wird definiert als eine Menge, die die 1 als einziges Element hat. Wenn wir das jetzt wieder aufdröseln, dann ist das ja das Gleiche wie eine Menge, die die 0 drin hat. Ist das Gleiche wie eine Menge, die 1, die die 0 drin hat. Ist das Gleiche wie eine, die die leere Menge drin hat. Ja, und so kann ich jetzt eigentlich sämtlichen Nachfolger, ich kann ganz allgemein sagen, n plus 1 definiere ich als eine Menge, die n als einziges Element hat. Und damit habe ich jetzt die Zahlen reduziert oder definiert auf Basis der Mengenlehre. Genauso kann ich den Vorgänger, kann ich sagen n minus 1 oder nennen wir es mal hier den Successor von n. Und das nennen wir mal den Vorgänger von n. Vorgänger von n definiere ich als ein das Element e, für das gilt, e ist Element von dem n. Da gibt es bloß eins immer, deswegen passt es. Also das einzige Element, was da drin ist, ist mein Vorgänger. Und das definieren wir jetzt mal hier in Lisp. Wir sagen also define 0 als 0, dann sagen wir define der Nachfolger, das Successor von einer Zahl n soll sein. Eine Menge, die nur das Ding, was machen wir mit Mengen? Na, dann nehmen wir unsere Cons her. Das heißt, wir sagen Cons n null. Machen wir das mal. Schauen wir mal, was da, ob das schon funktioniert. Start. Null undefined. Muss ich kurz definieren. Gibt es einen Nil? Moment. Nil gibt es auch nicht. Das muss ich jetzt mal kurz definieren, ohne dass Sie jetzt fragen, wie das funktioniert. Define nil als das hier, leere, das ist die leere Liste. Dann funktioniert das wieder. Ich erkläre das nachher, was diese Notation bedeuten soll. Und dann brauche ich hier nil. So, jetzt haben wir also unsere 0, das ist die leere Menge. Dann können wir sagen, was ist bitteschön der Nachfolger, Successor von der 0? Ja, sorry, nil. Also, was ist der Successor von der 0? Das ist das hier. Was ist der Successor von der 0? Und so weiter und so fort. Ja, also klar, die Menge enthält, alles klar. Also, hier in dem Fall ist es eine Liste, die hier vorne immer tiefer wird. Weil so haben wir sie ja gebaut. Wir haben sie ja gebaut als ein Element, was links das Ding beinhaltet, referenziert. So, jetzt brauchen wir einen Vorgänger noch. Define Predecessor von n als
ja, das Element, das holen wir jetzt wieder raus, das ist in dem Fall k von n. Das ist klar. Also bitte schreien Sie gleich, wenn Sie nicht mitkommen. Also ich möchte, dass das interaktiv geht. Gell? Also wie gesagt, wenn Sie jetzt sagen, oh, bitte erklär das nochmal, ich stehe auf dem Schlauch. Kein Thema. Ja? So, und jetzt sind wir natürlich bereit mit dem Vorgänger, mit dem Nachfolger. Ich meine, jeder von Ihnen kann sich vorstellen, was ist A plus B? Na, wenn B leer ist, ist es A. Also A, falls B gleich 0. Ansonsten ist es natürlich dann A plus 1 plus B minus 1. Und das ist nichts anderes als der Successor von A plus der Predecessor von B. Also machen wir das mal. Define. Jetzt machen wir so, Unterstrich plus, weil das plus irgendwie nicht redefiniert werden kann. Also define plus von A und B, sagen wir if equal B unsere 0, dann ist es das A. Ansonsten ist es plus von ja, genau. Plus vom Nachfolger, Successor, von A und Predecessor von B. Und Sie sehen schon, das B wird immer kleiner hier in der Rekursion, bis wir dann schon am Schluss auf dieses equal B0 kommen. Wir bleiben im positiven Bereich, aber wir können ja nichts anderes im Moment. Sodass wir also irgendwann mal runterkommen. Schauen wir mal. Also, jetzt brauchen wir vielleicht einmal ein paar, damit ich nicht immer so viele. Definieren wir das, die 1 als den Successor von der 0. Ja, das muss ich natürlich machen, nachdem der Successor definiert ist. Definiere mal die ersten 10 vielleicht als Konstanten, weil man die häufig braucht. Und Sie sehen auch schon, wir definieren hier unsere Symbole. Das sind die Zahlen, die Sie normalerweise eintippen. Das ist nichts anderes. Und hier muss natürlich jetzt stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ups. Und nur eine, dass wir die ersten 10 haben. 8 und 9. Und jetzt können wir das nochmal laufen lassen. Und dann haben wir also hier unsere 9. Wunderbar. Halt. Da hätten Sie sofort schreien müssen. Halt, stopp. Okay. Und was ist unsere 9? Prima. Stimmt, hoffe ich. Und jetzt sagen wir plus 3, 3. Und dann muss. Das sieht nicht gut aus. Oder? Zählen wir sie mal. Das ist die 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, stimmt natürlich, sieht gut aus. Klar. Also nochmal plus 3 plus 3 und nochmal die 3 dazu. Dann müssen unsere 9 von oben rauskommen. Ja, stimmt. Sehr schön. Also, Sie können sich auch vorstellen, wie es jetzt weitergeht. Wir definieren natürlich auch nochmal ein Ist-Gleich. Ist-Gleich AB. Ja, wann sind sie gleich? Also erstens mal sind sie gleich, wenn a 0 ist, also if equal a 0, dann sind sie gleich, wenn equal b 0 ist. Ansonsten muss man sagen, if equal b 0, dann sind sie bestimmt nicht gleich, false. Und jetzt kommt die Rekursion. Jetzt haben wir, also sie sind beide nicht 0, wissen wir. Dann sagen wir, okay, die sind gleich, wenn der Prädezessor von A gleich dem Prädezessor von B ist. Schauen wir mal, ob das stimmt. Also ist es wahr, dass unsere 6 gleich ist wie 3, 3? True. Ist es richtig, dass
unsere 3 gleich der 3 ist, kommt natürlich auch true raus. Ja. Und ist es richtig, jetzt muss ich Testfall, eigentlich müsste man schöne Testcases machen, weil ich könnte ja immer true rauskommen. False, sieht gut aus. So, jetzt haben wir die Gleichheit. Sie können sich vorstellen, größer definieren wir auch, also auf die ähnliche Art. Wir sagen, ist A größer B? Da sagen wir erstmal, if equal A 0, dann auf jeden Fall false, weil B kann, nee, if equal B, wenn B 0 ist, dann ist auf jeden Fall mal false, weil dann kann A nicht größer sein im Moment gerade. Nee, halt falsch, wenn A 0 ist, so rum. Klar, wenn A 0 ist, dann kann es nicht B nicht größer sein. Ansonsten, oh, soll ich vielleicht mit dem größer gleich anfangen? Na, ist egal. Also, wenn equal B 0 ist, wir wissen jetzt, dass A nicht 0 ist, brauchen wir also nochmal ein if equal B 0, dann wissen wir, dass A größer ist, weil es nicht 0 ist. Also haben wir hier ein True. Und jetzt kommt die Rekursion. Wir sagen ansonsten, wenn der Prädezessor von A größer dem Prädezessor von B ist. So, machen wir das nochmal, starten. So, jetzt sagen wir größer unsere 4 zu unserer 3. Ja, größer die 4 zur 4. Ups, das geht natürlich nicht. Da muss ich unser größer nehmen, weil das normale größer kann mit unseren Piano-Zahlen nichts anfangen. Also brauche ich den hier. False. Und was haben wir noch? Der letzte Fall war jetzt umgekehrt. Größer 3, 4. Den haben wir noch nicht. Ja. Muss auch false kommen. So, das war es größer. Also Sie können sich schon vorstellen, natürlich kann man, wenn man größer hat, dann kann man sagen, define kleiner als define kleiner. Kleiner von A, B als größer von B, A. Machen wir es uns leicht. Dann bräuchte man ein define kleiner gleich A, B als größer A, B not. Und define, ja, und so weiter. Sie können sich vorstellen. Jetzt wollen wir weitermachen mit der Subtraktion. Die ist hier oben. Ach, das lasse ich Ihnen als Spaßarbeit bis zur nächsten Woche. Subtraktion, Multiplikation kann man natürlich auf mehrfache Addition reduzieren. Das mache ich vielleicht mal kurz. Mal. Also if equal B1, dann liefern wir, na, wir müssen vielleicht auch noch die 0 prüfen. If equal B0, dann kommt eine 0 raus. Dann if equal B1, dann kommt A raus. Und ansonsten brauchen wir die Multiplikation von der Summe. Moment, was brauchen wir hier? Nee. Wir brauchen eine Addition von dem A und Multiplikation von A. Wir haben auf B die Rekursion, also müssen wir es so machen. Okay, soweit klar. Also wir addieren einfach auf. Ich hoffe, das stimmt. Kleiner Test. 2 mal 3. Und jetzt schauen wir mal, ob das auch stimmt. Equal unsere 6 mit mal 2, 3. Stimmt. So, Sie sehen also, die da sind gar nicht elementar. Die können wir eigentlich theoretisch reduzieren auf andere Sachen. Könnten wir darauf verzichten. Dass das natürlich höllisch imperformant ist, sage ich mal, dahingestellt. Gell? Klar. Aber jetzt einfach konzeptionell. Wir werden das auch nicht tun. Also kein Lisp-Interpreter macht das tatsächlich so. Aber ich will nur mal sagen, Sie sehen, das sind nicht Funktionen, die man eigentlich bräuchte.
wenn man jetzt eine Programmiersprache einfach mal so jetzt mathematisch-philosophisch sieht. Braucht man nicht wirklich. Jetzt machen wir mal den Const noch weg. Das ist jetzt nämlich spannend. Wir brauchen nämlich auch keinen Speicher. Das glaubt mir jetzt zunächst mal keiner, aber fangen wir mal an. Und jetzt wird es interessant. Ich definiere jetzt mal das Const so. Ja. Wir machen es erstmal Const von A und B. Was soll das machen? Das liefert mir jetzt eine Funktion zurück. Eine Funktion, der liefert mir jetzt eine Funktion zurück. Muss ich überlegen, wie ich das jetzt mache am geschicktesten, sodass man es versteht. Die ihrerseits wieder eine Funktion erwartet als Argument. Und wenn die aufgerufen wird, dann ruft sie diese Funktion mit A und B auf. So, kein Speicher allokiert, wir haben nur eine Funktion definiert, die eine Funktion zurückliefert. Da fängt es jetzt aber schon ein bisschen an, sich bei manchen umzudrehen. Geht es überhaupt? Okay, ich definiere Const A als eine Funktion, die, wenn sie aufgerufen wird, eine neue Funktion baut, die ihrerseits ein F erwartet und dann, wenn diese neu gebaute Funktion aufgerufen wird, dann ruft sie das F auf und gibt das A und das B als Argument. Und jetzt definiere ich mein Const, mein Karl, und der kriegt ja jetzt eigentlich so ein Ding da oben als Argument nachher. Der kriegt quasi dieses F. Moment, das war jetzt falsch, oder? Moment, falsch. Ich bin falsch gegangen. Falsch. Ausschneiden. Stopp, out. Jetzt hätte ich mir das vorher überlegen sollen. Ja doch, klar, natürlich. Natürlich. Der ruft jetzt dieses F auf mit einer Funktion, die zwei Argumente erwartet, nämlich ein Lambda von auch wieder, nennen wir es mal X und Y. Klar, natürlich richtig. Und der liefert jetzt das X zurück. Und define cutter, schauen wir gleich, ob es funktioniert. Ich tippe es mal voll ein. Und der liefert das Y zurück. Also, ich probiere es erstmal aus, bevor ich versuche zu erklären, was ich meine, weil es könnte ja sein, dass nicht funktioniert. Was war das mit dem Define? Was habe ich jetzt definiert? Ich habe doch gar kein Const definiert. Constant, Const. Nennen wir es mal so. Kann aber eigentlich nicht sein. Sehr merkwürdig. Okay. Also, jetzt machen wir ein Const von 1, 2. Jetzt kriege ich eine Procedure zurück. Jetzt machen wir ein Car von Const 1, 2. Jetzt kommt die 1 zurück und machen wir ein Cutter von Const 1, 2. Jetzt kommt die 2 zurück. Okay, jetzt also, es funktioniert. Jetzt kann ich es erklären, was ich damit gedacht habe. Also, ich rufe, das hier liefert mir eine Funktion zurück, die ihrerseits wieder eine Funktion akzeptiert. Und diese Funktion, die der kriegt, die ruft er auf mit zwei Argumenten, nämlich mit dem A und B. Okay, und jetzt definiere ich das Karl. Und das da, was der hier kriegt, ist ja der Output von einem Const. Und der gibt dem jetzt eine Funktion zurück, die eben genau diese zwei Argumente erwartet, nämlich das A und B, und die ihrerseits aber daraus das A rausholt. Und bei dem mache ich es andersrum, hier rufe ich das Ding auf mit einer Funktion, die auch zwei Argumente erwartet, wird nachher das A und B sein und ihrerseits das zweite zurückliefert. Es war jetzt so tricky, dass ich selber gerade durcheinander kam, aber Sie sehen, ich war unvorbereitet. Insofern ist es fair. So, aber was Sie sehen, ich habe keine Speichergeschichten mehr drin. Ich habe das Built-in-Const gar nicht mehr gebraucht. Mit anderen Worten,
wenn man funktionale, wir werden sehen, was das Besondere hier ist, das geht nämlich gar nicht in allen Programmiersprachen, was ich hier mache. Aber wenn man funktionale Programmiersprache hat, in der man Funktionen als Return-Wert haben kann und beliebig hin und her reichen, dann kann man im Prinzip Speicher simulieren durch Funktionen. Das mache ich hier. Nun, jetzt, was ist hier das Besondere? Das Besondere ist hier eigentlich, dass das mehr ist als nur eine Funktion, wie man sie vielleicht von C kennt oder C++ oder solchen Programmiersprachen oder auch Java, sondern das ist eine Funktion, die eine Funktion zurückliefert, die ihrerseits aber wiederum eine Referenz hält auf diese Argumente, die sie gekriegt hat mal. Ich zeige das einmal in einem anderen Beispiel nochmal elementar. Ich definiere mal eine Funktion, die heißt makeAdder von n. Das ist jetzt wichtig. Also ich versuche das Obrige nochmal zu destillieren und in der Essenz zu zeigen. Ich definiere eine Funktion makeAdder, die liefert mir eine Funktion zurück, lambda, von x, also eine Funktion, die ihrerseits wieder ein x erwartet. Und was soll die machen? Die soll dann plus xn berechnen. Wenn Sie mit dem Lambda-Problem haben, denken Sie sich dafür einfach nur Function, das Wort Function, dann passt's. Also hier geht es, hier kann man sagen, define Function Lambda, bitte. Ah ja, natürlich, sorry, da habe ich mich vertan, natürlich, klar. Also hier kann ich sagen, define Function, der erlaubt das nicht, da kann ich nicht sagen, define Function als Function als Lambda, weil der sagt, diese Built-in-Sachen kann ich nicht redefinieren. Der ist da restriktiver. Hier unser eigener, der hat es erlaubt und dann kann ich sagen, Function von a plus a1 und dann sieht es vielleicht für Sie natürlicher aus. Im Grunde genommen können Sie das auch in JavaScript übrigens machen. JavaScript erbt mehr von Lisp, semantisch. Syntaktisch ist es natürlich in dieser ganzen C- und Java-Familie, aber semantisch ist es eher in der Lisp-Familie angelagert. Das ist nämlich das Interessante. Das heißt, Sie lernen hier gleichzeitig ein bisschen was, was man auch über JavaScript wissen sollte. Also jetzt nochmal zurück zu diesem makeAdder. Wir machen das nachher auch nochmal in JavaScript, da können Sie das nämlich genauso definieren. Und dann sage ich mir, okay, define add1 als add1 als makeAdder von 1. Und dann sage ich define add10 als makeAdder 10. So, mit anderen Worten, also makeAdder baut mir eine Funktion mit dem Lambda. Der liefert mir eine Funktion, die x plus die das n, was da als Argument reinkam, plus das Argument dann der Funktion wieder zurückliefert. Und wenn ich jetzt hier sage makeAdder 1, dann kriege ich eine Funktion, die ein Argument erwartet und auf dieses Argument, wenn sie aufgerufen wird, ihrerseits wieder 1 drauf addiert. Und analog dazu hier add10, makeAdder10, da kriege ich eine Funktion zurück, die ihrerseits ein Argument erwartet und wenn sie aufgerufen wird, auf dieses 10 drauf addiert. Probieren wir es aus, ob es auch funktioniert. Also ich sage, wie gesagt, makeAdder 100, da kriege ich eine Funktion zurück. Und wenn ich dieses makeAdder, und Sie sehen, ich habe jetzt nochmal eine Klammer, das heißt, ich tue das jetzt als Funktionsaufruf. Wenn ich dieses Ding, was da zurückkommt, wenn ich dem dann 10 gebe, dann kommt 110 raus. Und natürlich kann ich das zuweisen, also kann ich sagen, define add1. Das wäre jetzt mein define add100. Und jetzt kopiert das makeAdder da wieder rein. Copy, paste. Und sage jetzt add100. Dann kommt meine 110 raus. So, aber was ist jetzt das Interessante hier, also das wirklich Interessante, was ein C-Programmierer, womit ein C-Programmierer Riesenprobleme hat, ist, dass ich hier eigentlich eine Funktion zurückliefere, die, wenn sie, und die liefere ich zurück, also quasi, ich bin ja hier in irgendeinem Function-Kontext und Stack und was weiß ich, Sie kennen das alles, die dann, wenn sie später aufgerufen wird, auf dieses N trotzdem noch Referenz zugreifen kann. Obwohl diese Funktion ja gar nicht mehr aktiv ist zu dem Zeitpunkt. Das heißt, da kommt quasi was von innen raus, was eigentlich nur während dem Zeitpunkt von dem makeAdder bekannt war, ist nämlich das N. Und das hält er sich irgendwo. Und das, was der da zurückliefert, nennt man deswegen auch Closure. Closure, also eine verpackte Hülle, der packt nämlich das Environment, der packt die sichtbaren Variablen
in irgendein Objekt und hält die sich. Wichtiges Konzept, Closure. Und das ist jetzt gerade wieder ganz modern, weil nämlich die Java- und die C-Sharp-Leute auch gerade erkannt haben, dass das ganz nützlich ist. Also sie haben vielleicht das mitverfolgt, die neuen Programmiersprachen, die sprechen jetzt auch über Closures und solche Dinge. Zumindest in C-Sharp, glaube ich, in Java, bin ich mir nicht sicher, kommt es, glaube ich, auch demnächst. In Lisp, Lisp ist ziemlich alt, das 50er Jahre, letztes Jahrhundert, also 60 Jahre, ist 65 Jahre jetzt ungefähr alt, war eins der ersten, was da implementiert wurde. Und ist total wichtig eigentlich für die Sprache, ohne das ging es nicht. Also eine wichtige Sache ist die, dass wenn ich eine Funktion innen drin definiere, dass sie zum einen natürlich Zugriff hat auf diese äußeren Variablen, das ist klar. Also es kann auch noch tiefer verschachtelt gehen, ich kann das beliebig komplex machen, ich kann jetzt da wieder eine Funktion machen, die wieder eine Funktion und so weiter. Also die sieht alle äußeren Variablen, aber noch wichtiger ist, dass wenn diese innere Funktion als Return-Wert, was hier passiert, diese innere Funktion gebe ich als Return-Wert raus, dass dann draußen diese Variablen quasi so eingefroren sind in einer sogenannten Closure. Ja, nicht einfach irgendwie undefined sind oder sowas. Versuchen Sie das mal in C zu machen. Kriegen Sie natürlich ein Riesenproblem, weil das Argument auf einem Stack sitzt und der Stack ist nachher nicht mehr gültig, wenn dann die Funktion sich returnt. So, interessanterweise geht es in JavaScript ganz genauso. Also ich brauche es jetzt gerade gar nicht, habe jetzt gerade gar keinen Interpreter, aber ich tippe es einfach mal ein in irgendeinen, bitte? Browser. Wir machen es nachher, aber in JavaScript könnten Sie sagen, Function make adder mit n, und dann würden Sie hier als Return-Wert liefern, Return, und jetzt sagen Sie wieder Function und kein Name, x, und die ihrerseits wieder Return x plus n macht. Das geht in JavaScript, bloß muss man da so... Ich glaube, mit der Syntax bin ich jetzt nicht ganz so happy, weil so müsste man dann machen, und dann könnte man sagen, var add 10 ist gleich make adder von 10 und könnte dann sagen add 10 von 100. Okay, na, wenn man das jetzt so sieht, dann würde ich sagen, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist das eigentlich eine ganz coole Syntax, weil man nicht bloß ein Viertel ungefähr schreiben muss von dem, was man in anderen Programmiersprachen schreiben muss. Aber es ist semantisch äquivalent. Also das Lambda entspricht dem Function. Die Klammern sind halt anders. Das Return kann man sich sparen, weil der letzte Ausdruck, der evaluiert wird in einem Body, letztendlich der Return-Wert dann automatisch ergibt. Aber ansonsten ist das genau dasselbe. So, jetzt würde ich sagen, machen wir mal eine kurze Pause. 5 Minuten können wir da Break machen. So, irgendwelche Zwischenfragen?